In einer Welt, in der Rocket League Legenden geboren werden, gibt es mich, einen aufstrebenden Rocket League Spieler mit Träumen, Super Sonic Legends zu werden. Aber der Weg zur Größe ist niemals einfach und manchmal brauchen selbst die talentiertesten Spieler ein wenig Hilfe, um den nächsten Rang zu erreichen. Also nicht wirklich, aber ich tue halt einfach so. Aber wie schaffen wir das? Wir brauchen einen legendären Rocket League Coach, einen Meister der Strategie und der Mechanics. Jemanden, der uns von vertraut mir, ich bin wirklich Silber, auf den nächsten Rang bringt. Aber wo finden wir das? Richtig, auf Fiverr! Yeah! Woo! Also habe ich mich auf den Weg gemacht und auf Fiverr die besten deutschen Rocket League Coaches rausgesucht, die mich ganz nach oben bringen sollen. Doch ob es geklappt hat oder nicht, das seht ihr jetzt in diesem Video. Puh, mit Sounds. Ach du heilige Kacke, ich werde angerufen. Okay, wir gehen rein, wir gehen rein. Erste Person. Moin. Hallo? Du sagst, du spielst Rocket League jetzt seit 2 Wochen, ja? Seit 2 Wochen, genau. Okay. Was hast du denn schon so von Rocket League Erfahrung? Also, wie kommst du, dass du jetzt erst Rocket League spielst? Du klingst ja schon ein bisschen älter. Oha, klinge ich so alt? Oh Mann. Ja, also an die 50, würde ich sagen. Was? Nee, nee. Wegen Freunden. Okay. Aber du spielst mit Controller, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, also ich würde als erstes, vielleicht können wir doch schon mit dem Übertragung direkt anfangen. Bei mir macht es kaum Unterschied, ob ich jetzt mit Controller spiele oder nicht, weil es ist genau gleich. Gut, schlecht. Ja, aber ey, ich sage immer, Controller ist Tastatur überlegen. Ich teste beides einfach mal, okay, wenn es fein ist. Ja, sonst, genau, dann gehe ich nämlich als nächstes Punkt die Settings von den Leuten immer durch. Ja. Ob die sich schon alle so packen. Okay. Ja, ich sehe alles. Sieht gut aus. Wie viel ist mein Auto? Nicht so gut. Hä? Wie? Warum? Naja, also Rocket League ist so, umso cleaner das Car ist, umso besser spielt man. Oh. Alles, was ablenkt, stört natürlich, aber du kannst es gerne so lassen. Weil es das Einzige, was rot war, das war halt, dachte ich, besser ein bisschen dadurch. Ja. Okay. Na, also du kannst gerne damit spielen. Okay. Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Hast du da schon mal was umgestellt? Ich glaube, das sind nicht die Standardeinstellungen. Ich habe ein bisschen rumgetestet. Ein Freund meinte, das sind die besten so. Aber weiß ich nicht, ob das stimmt. Also die Höhe ist komisch. 140 ist schon sehr hoch. Ist besser, wenn ich so mache? Nein. Normalerweise ist es zwischen 90 und 110, 120 so. Soll ich 90 machen? Ja, mach mal, stell mal auf 90. Wir gehen gleich im Game rein und du guckst mal, ob dir das sehr unangenehm ist. Okay. Ja, ich möchte jetzt erstmal sehen, ob was für Basics du schon kannst. Okay. Ja, normal Frontflip. So. Ja, das sieht schon smooth aus. Da gibt's Leute, die ganz langsam den zweiten Sprung machen. Achso, langsam? Okay. Ja, genau, das machen halt Leute falsch. Also das sieht schon sehr smooth aus. Ein Sideflip, auch genannt Barrel Roll. Seitlich? Ja, genau, das ist ein Stick, das links oder rechts. Ja, aber beim Fahren bitte. Achso, ach du, oh mein Gott. Ah, das warte, das, das ist kompliziert. Ich glaube, das ist auch ein bisschen... So, oder? Ja, das war richtig, aber ich glaube, es liegt noch ein bisschen an dem Hot Wheels-Zeichen auf dem Auto, dass das nicht so gut funktioniert. Was hast du gegen Hot Wheels? Das verstehe ich nicht. Weißt du, das ist alles abgenutzter Gummi und der geht in die Umwelt und das ist nicht so gut. Werden mehr Reifen verbraucht und so, das ist alles nicht so gut. Du hast was gegen... Okay, ich verstehe, du hast was gegen Hot Wheels, okay. Okay, was jetzt, Coach? Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich weitermachen soll, Maxify. Was? Ach, Digga, was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Ach, Scheiße, warst du auffällig schon? Ja, aber ich kenne deine Stimme halt einfach. Ich mach jetzt so meine Settings. Ich versuche jetzt, wen anders zu trollen. Ja, yes. Egal, trotzdem danke für die, hilfreichen Tipps. Ey, großes Herz an dich. Du bist ein sehr positiver Mensch. Das finde ich sehr nice. Ja, okay, das war ein bisschen doof. Machen wir weiter mit der nächsten Person. God damn it. Hallo? Hallo? Hi. Hi. Wie findest du mein Auto? Ja. Ist gut, oder? Ja, sieht fresh aus. Ne, oder? Also, wenn du willst, kannst du suchen. Ich bin ready. Okay, du musst mir gleich Tipps geben, okay? Okay. So. Na, ja. Okay, ich guck dir zu, ja. Ja. Ja, ich fahr hinterher. Ich bin am Ball dran. Na, stark. Du beobachtest mein Gameplay. Ich bin kaputt. Good try. Okay, ja. Ich bin auch ein Team. Ja. Hab ich. Komm, hast du? Stark. Boah, der war knapp, oder? Ja. War guter Try. Hier vorne? Ja, hier pass. Okay, fast. Ja, pass. Aber guter Versuch. Also am Anfang würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, auf den Kickoff zu fahren. Ja? Ah, ja, okay. Ja, das ist wichtig. Ich fahr auf den Kickoff. Aber sonst passt bis jetzt. Machst du gut. Ich
schade. Es ist nicht so einfach hier irgendwie. Komm, den hast du vor ihm. Ja, schade. Ich war vorher dran, aber es hat nicht viel gebracht. Auf was hast du ihn gebietet? Oh, es ist so schwer, das Spiel. Ja, ne? Ja. Du musst halt viel beherrschen, ne? Oh, ich bin knapp. Schade. Ja, komm. Hast du noch? Ich hab's versucht. Schade. Ich hab mein Bestes gegeben. Ja. Ich glaube, ich hab falsche Settings auch teilt. Oh, ich bin da dran. Oh, GG. Ich glaube, die haben aufgegeben. Kann ich ganz kurz eine Runde Solo machen und du sagst mir, ob ich so gut spiele oder schlecht spiele? Ja, okay. So, ich mache mal eine Runde 1 gegen 1, okay? Ja. Also, aber ich muss sagen, 1 gegen 1 ist noch was anderes als 2 gegen 2. Da bin ich jetzt auch nicht so gut. Weil ein Spieler mehr da ist im Gegnerteam, oder? Ja, genau. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich sag mal so, jeder für sich muss halt seine Settings finden mit der Kameraeinstellung. Aber gibt es welche, die so also, allgemein gut sind? Ja, halt, also hier bei dem Sichtbereich auf jeden Fall mach das mal lieber höher. Ich würde so empfehlen, so 105 bis 110, das kannst du für dich dann entscheiden. Oder spiel erstmal, wir machen das danach einfach. Okay, ich mach den jetzt fertig, okay? Ja, mach. Ah, schade. Ups, eben. Ja, ich glaube, der ist okay. Ja, was ist. Oh. Ja. Das heißt, der ist gut, ne? Oh! Den krieg ich noch, schade. Oder? Schade, ja, komm, mach's. Ah. Jetzt schnell zurück. Ja. Oh Gott. Ja. Hast du noch? Oh Gott. Hast du noch. Oh nein. Oh, ich bin so kacke. Ach Gott. Guter Versuch. Es ist so unglaublich schwer mit Maus und Tastatur zu spielen, wie man es nie gemacht hat. Okay. Ja, muss nicht. Immer zum Ball hinfahren, ne? Genau. Okay. Stark. Ja, jetzt schnell zurück. Der ist viel besser! Du musst dich einfach mal konzentrieren. Ich muss halt das. Besser werden als eine Freund. Ups, falsche Taste. Okay. Ich weiß nicht, ob das Silbergegner sind oder nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Macht gar keinen Spaß so. Ja. Den hast du. Ah, schade. Okay, ich gebe die Runde auf. Ja. Neue Runde. So. Ich glaub, den hast du jetzt. Zum Boost fahren? Nee, erstmal zum Kicker. Meinte ich doch. Meinte ich. Oh, ich gebe mir alle Tipps direkt. Das wird mein Win. Ja, nice. Nein! Coach, Hilfe! Was? Nochmal? Ja, das gibt's doch nicht. Du hast ihn wieder gefaked. Ah, jetzt hat er. Aber zurecht zu dir. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Alles gut, den hast du. Der ist. Ja, schade. Komm, open. Ja! Jawohl. Let's go! Stark. Oh. Weiter so. Okay, wir sollen mal was zeigen, der Junge. Der kann ja gar nichts. Jawohl. Jetzt hinterher. Einfach aufs Tor schießen. Ja! Hey, der andere war so viel besser und der ist jetzt so kacke. Ja, der andere war ein Smurf. Oh. Komm, den hast du. Oh, jawohl. Oh, hast du gesehen? Warte. Oh, jetzt hab ich. So, Junge, jetzt komm her. So, ich drehe jetzt ein bisschen. Oh, das ist meine Chance, oder? Oh, dann nicht. Ja. Ey, wird besser, glaube ich. Nein. Okay, dann doch nicht. So, 50-50 gewonnen. Was sagst du? Du bist Gold? Silber? Kaputt gemacht. Silber. Nein. Weg mit dir. Kannst gar nichts. Boah. Komm. Jawohl. 3-0. Okay. Da, oh mein Gott, das wird... Oh, warte mal. Wie mache ich denn das jetzt? Ja. War eine gute Idee. War sogar knapp. Oh. Okay. Ups. Ja. Ah. Schade. Ich glaube, ich stand da ein bisschen dumm, oder? Ja. Oh, okay. Jetzt alles. Gib mir alles raus. Was soll ich machen? Jetzt zum Kick auf. Los. Ja, bin dabei. Stark. Dranbleiben. Boost. Hab ich. Und jetzt dribbeln. Ja. Oh, knapp. Ja. Knapp. Uff. Ja! Jawohl. Stark. Das ist er. Der geht rein, oder? Der Bounce. Jetzt komm, einfach aufs Tor schießen. Oh, das gibt's doch nicht! Schade. Es ist so spannend. Den macht er nicht. Ja. Nein. Scheiße. Aber gut gespielt. Das war so schlecht von mir. Hättest du vielleicht anders flicken sollen. Er tut mir so leid. Ich träufe rein. Ich meine, merkt er das? Merkt das nicht? I don't know. Ich glaube schon, oder? Okay, ich muss ganz kurz Kamerasettings umspielen. Ich treue jetzt ein bisschen mehr rein, okay? Nicht mehr. Ich meine weniger. Kommt zu dir. Hab ich.
Easy. Kein Problem. Ja, war schneller als ich. Ist einfach besser. Er hat dich zerstört. Ja, ist einfach besser. Komm, wir müssen das holen, ich stehe 1-1. Der Anfang ist auch irgendwie viel besser als sein Mate. Irgendwie... Meinst du, das ist so ein Smurf wieder? Ja, ich denke schon. Sehr gut. Aber. Oh. Hä? Okay. Ach man. Das ist ja mal komisch. 1 gegen 1? Ja, können wir machen. Ja, okay, dein Kickoff ist viel schneller als meiner. Quatsch. Komm, wir machen es. Macht sich fertig. Ich mach dich so fertig. Du machst mich so fertig. Oh. Okay, ich spiele jetzt ein bisschen ernster. Ich spiele jetzt einfach ganz normal, Leute. Ich bin zwar kacke in 1 gegen 1, aber ich spiele normal. Ich mache irgendwie so ein Airdribble oder sonst irgendwas. Geh weg. Ja, krasser Dank. Stabil. Du Scheiße. Ich kann nicht mehr spielen. Aber ich glaube, es ist recht obvious, dass ich kein Silberspieler bin, oder? Du? Ja. Ach, echt? Wann ist es dir aufgefallen? Gar nicht gemerkt. Gar nicht am Anfang oder so, ne? Ja. Also bist du Maxi. Ja, cool. Hey, fällt das so sehr in der Stimme auf? Ja. Ah, ist kacke. Ach, danke fürs Coaching. Jo, kein Ding, wenn du wieder mal brauchst, ne? Ich weiß, wo ich dich finden kann, ne? Okay, du willst wahrscheinlich 1v1 trainieren, weil du gesagt hast, du besser wissen willst, dass ein Freund. Ja, ich hab, genau, mein Freund und ich haben ja eine Wette am Start. Wer innerhalb von 2 Wochen ungefähr besser ist, kriegt 100 Euro. Okay. Also wir können entweder so machen, du spielst 1v1 und teilst deinen Bildschirm, wenn es geht. Mhm. Und ich coach dich halt dabei. Ja, Camp-Setting so gut. Okay, wir gehen rein. Können wir nachher noch ein bisschen anpassen. Ja, okay, also beim Kickoff ist es wichtig, dass du erstmal einen kleinen Boost machst und dann einen Flip, aber ich würde sagen... Ich vergesse immer, wie man boostet. Dann ich einmal ins Spiel vergesse gehen und wir trainieren so vielleicht ein bisschen. Niemand den ganzen. Ja. Ja, okay, das war... Ich schaff das. So. Genau, das ist schon viel besser, genau. Ja. Und es ist auch gut, wenn man es halt, das können wir dann noch ein bisschen trainieren, wenn man es versucht, 2 Flips in den ganzen Kickoff zu kriegen. Das heißt, du machst am Start einen Flip und flippst dann auch in den Ball rein. Zack. Easy. Und hoch und runter. Ja, schon. Boah, der ist aber gut, oder? Ja, und lass den Ball bei dir. Versuch mal aufs Tor zu fahren, weil der fährt eh gerade nur ein bisschen rum. Oh. Schöner Versuch. Jetzt hol den Boost am besten und fahr ein bisschen zurück. Ja, ich fahre. Ja, perfekt. Und den... Gut so? Ja, sehr gut. Hol den Boost, genau. Und jetzt rauffahren, weil er fährt nicht. Wenn du den Ball... Wenn er den Ball nicht nimmt, kannst du ihn einfach nehmen. Schön. Und jetzt einfach reinmachen, wenn es geht, weil der wird nicht schnell genug da sein. Sehr schön. Ja! 1-1, ich hol das. Mit Coach Anders. Und nochmal, genau, schön. Einmal flippen, genau. Oh, der geht rein. Genau, lass ihn ein bisschen warte. Lass ihn rein und dann schießen, ja. Das ist besser, wenn du ein bisschen wartest, dass du das Tor schon siehst, weil sonst musst du halt entdecken, was ist. Ich hab das noch. Sehr schön. Ja. Jetzt den großen Boost nehmen, genau. Und wieder Angriff starten, ja. Lass den Ball runterkommen, fahr runter, nicht oben bleiben. Okay. Nimm den Boost auf, nimm einen großen Boost in der Ecke. Ja. Ja, okay. Ist der dumm. Der kann ja gar nichts. Nimm wieder den großen Boost, dass er nicht bekommt. Genau, in die Mitte spielen und Tor, genau. Perfekt. Oh, was ein Tor. Ey, mein Gott, es ist so schlimm, Leute. Ich stelle mich so kacke. Oh mein Gott. Meine Hände. Ah, mit Maus und Tastatur. Ich sterbe. Es ist so anstrengend zu gucken. Oder seid ehrlich, es ist so anstrengend. Oh mein Gott. Okay, ich entmüde dich. Okay, 2-1. Ich hole das Ding, Coach. So ist das. Oh, ups. Der geht nicht, oder? Der geht doch. Never mind, ich würde auch gar nicht. Coach, ich brauche Motivationsspruch, bitte. Der Motivationsspruch lautet, du bist der Beste. Mir fällt nichts an. Danke, Coach, danke. Schön, genau auf die Seite spielen. Dann Jetzt mache ich wie Jaser und Amka. Und Boots. Ja, das wäre gut. Ja, und einfach reinfahren, perfekt. Funktioniert doch. Meine Mama ist stolz auf mich. Deine Mama ist wahnsinnig stolz auf dich. Ja. Ich merke aber schon, dass die Mentality vom anderen bricht ein bisschen. Das ist immer gut. Ja, der Sand ist kacke. Er hat keinen Coach. Den krieg ich noch. Schießen, der kommt nicht. Schön. So ein Ding ist das! So ein Ding und nicht anders! Junge, was will der machen? Oh, ich glaube, ich krieg noch ein Tor hin, oder? 10 Sekunden. Sollte gehen. Ich glaube, er fährt nicht hinter mich, weil der ist sehr passiv. Und schießen einmal. Schön. Sehr, sehr schön. Soll ich jetzt sagen, nach dem Game würde ich einmal das Replay noch nicht saven, sondern erstmal ins Privatstraining und den bisschen den Kickoff besprechen. Schön. Hat sogar aufgegeben. Ja. Das muss sein. Ich brauche das. Okay, dann gehen wir mal, würde ich sagen, in ein einzelnes Spiel. Hat er was geantwortet?
Nein, ich hab Loser noch geschrieben. Na gut, der Arme. Ja, sorry. Es tut mir so leid. Ja, zu den Cam-Settings. Kannst du kurz in deine Kamera. Ja, ja. Sehr cool. Klar. Genau. Den Sichtbereich ganz rauf einmal. 110. Oha, oha, okay. Da siehst du schon mal sehr viel mehr. Alter, Probier mal ganz kurz, um zu boosten, so die erste halbe Sekunde und dann einen Frontflip einen normalen zu machen. Okay. Und dann, so früh den zu machen, dass du nochmal den Ball reinflippen kannst. Genau so. Boosten und nochmal reinflippen, genau. Und das halt jetzt in einem durch und dass du auch ganz am Anfang, also in dem Moment, wo es losgeht, schon den Boost gedrückt hältst und dann beim Flip natürlich den Boost loslassen, damit du halt nicht, weil wenn du während dem Flip boostest, dann boostest du eine Zeit lang zurück. Und dann probieren, also boosten, flippen, boosten, also während dem Flip Boost aufhören und wenn du dann wieder landest, wieder boosten und in den Ball reinflippen. Okay. Boosten, flippen, boosten. Genau. Genau, und wieder boosten und rein. Perfekt. Und ja. Das jedes Mal machen. Schön. So gut? Sehr gut, perfekt. Hat noch niemand gehabt, der so schnell gelernt hat. Echt? Ja, also wirklich. Ich würde jetzt am besten das anwenden, was wir gelernt haben. Okay, boosten. Oh nein, oh mein Gott, sorry. Egal, geht nicht rein. Es ist noch ein bisschen stressig. Oh, ja. Am besten, also wenn du darauf spielen willst, nur zu gewinnen, dann am besten nicht fliegen. Okay. Wenn der Ball am Boden ist, einfach vom Boden nehmen. Und okay. Und selbst wenn er so ein bisschen springt, dann einfach abwarten, normal hinfahren. Wenn er wirklich genauso bounced, dass er in der Luft ist, während du ankommst, dann erst, wenn du kurz davor bist, abspringen, um ihn zu treffen. Ja, please let me win. Wenn wir jetzt drauffahren. Sehr schön. Gute Fake-Challenge. Ja, schön. Sehr schön. Weißt du, was eine Fake-Challenge ist? Ja? Ich kenne das vom echten Fußball halt. Achso. Wenn man so antäuscht. Ich bin durch dich, Coach, so viel besser. Danke. Ich muss ihm schreiben. Der Arme, das erzählst du auch eine Wette mit seinem Freund. dass er gewinnen muss und jetzt machst du sowas. Schön. Und einmal rein. Perfekt. Ja, jetzt tut er mir leid. Vielleicht holt er sich dann auch das Coaching. Ist gut, dass du werben musst. Gerne. Ah, ich habe wieder vergessen zu springen. Ich muss mir das doch angewöhnen. Ja. Soll ich ihn gewinnen lassen? Frag ihn mal warum. Wenn er dann wirklich sagt, er hat eine Wette mit seinem Freund dann. Okay. Magst du mal für so ein Flippy-Set gehen? Okay, schade. Ich glaube, es fällt ihm auf. Ich glaube, er sieht das links unten. In der Ecke sieht man das immer, dass schade. Links ausgewählt ist. Na gut, ich schaue mir kurz an, was da vielleicht besser gemacht werden könnte. Wir speichern einfach das Replay, dann können wir es uns nochmal anschauen. Wenn du Platz hast, kannst du jetzt irgendwas vorbereiten, so einen Schuss, Hookshot oder so, genau. Oh mein Gott, Messi! Boom. Wunderbar. Tell me why. Nothing but a lie. Jetzt muss er mir sagen, warum. Ja. Okay, jetzt erklär mir, warum. Sag es uns. Er muss es einen guten Grund bringen, sonst wird's nichts. Oh. Okay, ich glaube, er hat einfach aufgegeben. Ich hätte aufgegeben. Gut, warte, dann spielen wir ein Spiel zusammen. Wären halt wahrscheinlich gute Gegner bekommen. Welchen Rang bist du? Champ 2 nur. Meinst du, wir haben überhaupt eine Chance? Ja, doch, ich glaube, wenn du so gut spielst, wie du spielen kannst, dann glaube ich, haben wir eine Chance. Also, wenn du alles gibst, dann glaube ich, schaffen wir das. Okay. Bist du casual oder competitive? Such du das aus. Ich glaube, es ist ihm schon aufgefallen, oder? Hey, der verarscht mich doch, der hat der Satz gerade. Ich kann das, Coach. Wenn ich jetzt schlecht bin, dann ist es peinlich. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay, boosten, springen, boosten. Ich schaff das, Coach. Genau. Schön. Okay. Schade. Da kann ich nichts machen. Gegner zu gut. Ich glaube, ich muss jetzt langsam normal spielen, oder? Ich weiß nicht, wie ich sonst noch irgendwas machen soll. Hätte ich nicht challengen sollen. Ich spiele jetzt einfach normal, ich mache normale Sachen mit Controller. Wenn du 2 gegen 2 spielst, ist es immer wichtig, dass einer drauf geht und einer hinten bleibt. Okay. Und... Bin frei! Also mach es. Schön. Ja! Okay, du kannst gehen, wenn es geht, genau. Komm nicht ran. Dann gehe ich. Oh, fuck, ich wusste, dieser kommt. Zu schnell. Ich weiß nicht, ob ich gerade ernst spielen soll oder nicht ernst spielen soll. Oh, das ist so an. Oh mein Gott, oh mein Coach! Wunderbar. Ich muss wissen, auch glänzen. Das war krass. Hab den Boost bekommen. Sehr schön. Was ein Macher. Das ist krass. Hast du ihn gebumpt? Ja. Wunderbar. Bumpen ist sehr, sehr stark. Okay, merke ich mir. Ist notiert. Genau, geht einfach weg in die Ecke, schön. Ja, den hab ich nicht. Ja, schade.
Egal, ja, die Runde gab es nie, Coach. Lass einen Ranked rein, oder? Okay, ich muss jetzt einfach bei Ranked normal spielen, okay? Es ist aber weird, normal zu spielen. Wenn man die ganze Zeit mit Maus und Keyboard spielt, dann spielt man wahrscheinlich richtig kacke, okay? Deswegen bitte, sag nicht, dass ich kacke bin. Ich weiß es gerade. Den Ranks kann man eigentlich nicht spielen, aber es funktioniert. Echt? Yep. Jetzt müssen wir gewinnen, also Ranked. Du fährst hin, oder? Du bist schneller. Ja, bin schneller. Du bist Champ 1? Jetzt gerade Champ 2, das sollten wir schaffen, weil ich normalerweise halt Grand Champ war. Coach, du machst das. Bin neben dir ein bisschen. Boah! Einfach viel besser als sie. Ich muss da gar nichts machen. Ich bin hinten. Kannst Coach, du ich spiel zu dir. Ich bin. Ich hab mich gedankt. Schade. Da kann ich nichts machen. Phil, du musst drauf, ja. Hab ich. Hab ich? Schön. Ja, Dribble. Oh. Perfekt. Wunderschön. Sagt er nichts dazu, dass es krass war, oder? Also, es war jetzt nicht wirklich krass, aber... Weiß er es? Oh ja, okay, der hätte es gehen können. Oder kann faken, ja. Wie du bist. Bin Adribble, ja. Ah, schade. Das ist ja jetzt ein Tor gegen uns. Oh, oh. Hast du. Der kommt schnell. Na gut, war ein guter Schuss. Ah. Oh. Schade. Okay, Coach, wir dürfen das nicht verlieren. Komm, nochmal alles gegen. Oh, ja, 30 Sekunden. Hier war alles, komm. Ja, ich komm nicht ran. Ich hab keinen Bus in Mitte, vielleicht. Oh, kannst du schubsen? Oh, nein, Mann. Kein Bus. Ich nehm Bus von hinten. Ich muss es nochmal probieren. Na. Nein. Ah, schade. Es ist dir noch 100% schon lange aufgefallen, oder? Ist irgendwie der Account von deinem Bruder oder so? Nee. Oder hast, hast du das Game nur 2015 gekauft und dann einfach nie gespielt? Nie gespielt. Okay. Bin. Boah, das ist crazy, wenn man so. So durch Coaching einfach so in einer Stunde so was lernt, ist schon cool, oder? Hat sich ausgezahlt. Ist richtig so. Gutes Coaching, ja. Ehrlich, ja. Crazy. Das zeichnet einen guten Coach aus. Ja, Kann ich jetzt ab jetzt so in meine. Nein, ich bin nicht dran. In meine Bio, ja, schreiben, so. Klient hat in einer Stunde Airdribbeln gelernt. Also würdest du sagen, ich habe eine Chance gegen meinen Homie, ne? Ich will, also wenn er jetzt nicht auch irgendwie seinen guten Coach für mich geholt hat, dann würde ich sagen, du gewinnst das doch recht sicher. Ich glaube, es ist aber obvious, dass ich nicht wirklich Silber bin, oder? Ja. Ich habe die wenigsten Silber, können so Airdribbeln und Fake Challenge. Ich muss ehrlich zugeben, es ist gerade super schwer für mich, richtig mit Controller zu spielen. Weil ich die ganze Zeit nur mit Tastatur gespielt habe und extra Scheiße gespielt habe. Es ist so anstrengend. Wenn man so deine Stimme nicht erkannt hätte, glaube ich, hätte man es glauben können. Bist du halt hier. Echt? Also, ja, okay, bist du, ja, okay. Ich habe extra Scheiße gespielt, extra alles Scheiße eingestellt. Probier was zu zaubern. Ja, zauber mal. Oh. Oh, bitte. Ja. Ja. Wunderschön. Schön. Boah, das ist crazy. Ich dachte mir zuerst auch so, es könnte aber sein, dass irgendwer so wirklich einfach ähnlich klingt oder so, aber... So, okay, Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr jetzt machen sollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.